Diesmal habe ich das wirklich gesehen. Das war Cosmo. Cosmo ist einfach zu Apollo hingegangen und wollte mit ihm spielen. Aber Apollo hat dann gesagt, nö, ist weggelaufen und will gar nicht mit ihm spielen. Was soll denn das? Armer Cosmo, er wollte nur ein bisschen spielen. Toll. Sagt mir nicht, ich muss jetzt eine dritte Katze kaufen, weil niemand mit Cosmo spielt. Ich hoffe, das klärt sich jetzt mal bald. Ich meine, so gern ich auch eine dritte Katze hätte, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Ich habe so schon kaum Zeit. Für drei. Vor allem, eins der Kätzchen will besonders viel Aufmerksamkeit immer. Und das ist Cosmo. Flugschnitzel. Dachte sich Apollo gerade. Wahrscheinlich. Die feinden sich schon wieder an, habe ich das Gefühl. Nee, Cosmo will nur spielen. Da. Er rollt auf den Boden und sagt, ich will spielen. Und Apollo? Apollo hat eine Fliege gesehen und schnauzt sie an. Oder irgendeine andere Mücke. Großer Jäger. Möchtest du rein? Aber es ist doch so schönes Wetter. Wieso wollt ihr rein? Verstehe ich nicht. Boah, irgendwas stinkt hier aber nach irgendeiner Blume. Irgendeine Feldblume, die so komisch riecht. Bäh. Nach Abfall. Du kleines Schweinchen. Das gefällt dir nicht, wa? Sollen wir heute spazieren gehen? Ich überlege die ganze Zeit, wenn wir abends spazieren gehen, dass wir dann irgendwie Cosmo oder so mitnehmen, damit er ein bisschen laufen kann. Andererseits denke ich mir so, der hat so viel Garten zum Laufen. Will der da wirklich nochmal mit uns mitgehen? Ich weiß nicht. Und wenn er dann keinen Bock hat, müsste ich ihn auf dem Rücken tragen. Darauf habe ich dann keinen Bock. Wo ist er denn überhaupt? Am Fressen. Na, das Kätzchen Hüngerchen bekommen. Katzi, wo bist du? Hier bist du? Was möchtest du? Fleisch? Frisches Stück Fleisch? Für deine Zähnchen? Ja, ne? Ja, hier. Ein Stück Hähnchenfleisch für dich. Mm, yummy. Holst du es dir runter? Ne. Hey. Soll ich es dir hinlegen? Komm, ich lege es dir hier hin. Ja? Ist okay. Du bist ein komischer Tiger. Jede andere Katze hätte es mir aus der Hand gerissen. Na gut, vielleicht nicht jede. Es gibt ziemlich viele so verwöhnte Katerchen wie dich. Apollo würde es nicht mehr mit dem Arsch angucken. Du isst es wenigstens. Hallo. Hallo. Katzi, wolltest du auch einen Teller? Oder wolltest du hier so ein cooles Glas, wo Cats draufsteht? Hm? Eine Schüssel mit Milch vor die Nase? Du bist so anhänglich heute. So anhänglich. Heute will Apollo den ganzen Tag nur gekuschelt werden. Sobald ich mich irgendwo hinsetze, kommt er und will beschmust werden. Ja. Komm. Aber nicht beißen. Willst du auf meinen Schoß? Hm? Willst du auf Schoß? Komm. Na komm. Komm, will ich nicht reinkriechen. Ja. Wonach riecht das? Nach Latte Macchiato, ne? Nicht nur nach Milch, das ist ja doof. Das ist ja doof, das mögen wir nicht. Süß! Kleiner Beißer. Mein kleiner Beißer. Ich hoffe, du darfst ein paar Zähnchen behalten.
Sonst hast du ja nichts mehr, womit du uns beißen kannst. Heute habe ich ein Video bei TikTok hochgeladen. Da liegt Cosmo im Kinderwagen und dann schreibt wir bleiben schön hier. So schreibt so ein Typ: Igitt, Katze im Kinderwagen geht gar nicht, da sollte jemand das Jugendamt anrufen und ihr das Kind wegnehmen. Also entweder hat man Katzen oder man hat Kinder. Beides geht nicht. An dieser Stelle habe ich eine politische Äußerung getroffen, was ich nicht hätte tun sollen, weil das hier ein Unterhaltungskanal ist und nichts mit Politik zu tun hat. Deshalb habe ich dieses Video erneut hochgeladen. Cosmos, wir gehen jetzt spazieren. So wie es aussieht, willst du nicht mitkommen, oder? Du willst hier nicht mal irgendwie rausgehen. Hier ist noch deine Tablette, die nimmst du bitte noch. Dankeschön. So, komm her, ich muss dir das ausziehen. Ja, da möchte jemand unbedingt spazieren gehen und heult genauso rum wie du. Immer rumheulst, wenn du rausgehen willst. Katzi, so komme ich nicht an dich ran. Komm her jetzt. Ich kann dir das aber nicht anlassen, weil du immer wieder versuchst, das selbst auszuziehen. Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt machen? Cosmo, hilf mir doch mal ein bisschen. Hättest du auch von Anfang an so machen können. Guck mal. Das haben wir da schon mal. Und das andere ist hier auf der Seite. Warte, ich hab's gleich. Dankeschön. Bevor du es dir nämlich selbst abkaust, ziehe ich dir das lieber aus. Gut, bis später. Ja, putz dich jetzt mal. Bis später, Polly. Ah, Polly würde noch gerne rauskommen, aber ich glaube nicht, dass er mit uns spazieren gehen möchte. Polly möchte einfach nur in den Garten. Also das hier. Nicht wahr? Guckt mal, was ich auf dem Spaziergang gesammelt habe. Wildkirschen. Guck mal, Polly, das sind alles Wildkirschen. Schmecken nicht so gut wie gute Hauskirschen, oder wie auch immer das nennt. Aber sie schmecken trotzdem immer noch gut. Die werde ich morgen in meinen Quark reinmachen. Ich hoffe, das ist dann lecker. Ansonsten muss ich wieder alles wegschmeißen. Darauf habe ich echt keine Lust. Weil den Holunder, den ich gemacht habe, dieses Holunder-Gelee, zeige ich euch jetzt auch mal. So sieht das aus. Es ist nicht richtig fest geworden und es schmeckt leider auch nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, es hätte mehr Zitrone rein sein dürfen. Aber so, es schmeckt einfach nach fast gar nichts. Ein bisschen süß und richtig glibberig. Ich zeige euch jetzt mal die Konsistenz. Und nachdem Marcel gesagt hat, das erinnert ihn an so eine Qualle. Hier. Konnte ich das nicht mehr essen, weil es erinnert einen wirklich an eine Qualle und es schmeckt nicht. Und deswegen musste ich alles entsorgen. Ich glaube, da möchte jemand rein.